Hä? Aber ich sehe nichts. Was soll hier sa... Hört da vorne! Schaut mal! Moment mal, ist das nicht das legendäre Pokémon? Ah, Horn! Huhn, Huhn! Hunduster! Horn! Katztastisch begrüße ich euch zu Pokémon Karmesin hier auf Katze. Es kann direkt weitergehen. Wir hatten einen wunderbaren Start und dürfen jetzt lernen, wie man Pokémon fängt. Das bringt uns unsere neue Freundin bei, die da unten mit meiner Mama steht. Was haben die denn da zu besprechen? Hallo zusammen. Oh, Thomas. Du machst dich also jetzt zusammen mit Nimila auf den Weg zur Akademie, ja? Genau. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde mich gut um ihn kümmern. Wie schön, dass du gleich eine Freundin gefunden hast, mein Schatz. Ja, das stimmt. Da hatte ich Glück. Ich habe eben in der Broschüre der Akademie gelesen, was für großartige Personen dort lehren. Außerdem scheint es eine Menge nützlicher Einrichtungen zu geben, die du nach Lust und Laune nutzen kannst. Nimila steht dir jetzt zur Seite, also wird das bestimmt eine tolle Erfahrung für dich. Davon gehe ich stark aus. Ab heute beginnt dein Leben an der Akademie. Schau zu, dass du immer regelmäßig isst, ja? Hier, etwas Geld und Verpflegung für meinen großen Jungen. Wow, du erhältst ein Sandwich. Lecker Schmecker. Mal sehen. Dieses Gericht besteht aus verschiedenen Belägen wie Fleisch oder Gemüse, die zwischen zwei Scheiben Brot platziert werden. Der ideale Imbiss für ein Picknick. Oh! Ach, und die hier nimmst du am besten auch noch mit. Du erhältst 5 Tränke. Ja, das ist auch sehr, sehr wichtig auf unserem großen Abenteuer. Hilft bei Wunden, füllt die Kraftpunkte eines Pokémon um 20 Punkte auf. Für den Fall, dass sich dein kleiner Begleiter verletzt, dann verlässt du jetzt wohl das Nest. Ha, es erwarten dich spannende neue Eindrücke und Bekanntschaften am laufenden Band. Ich wünsche dir nur das Beste und viel Erfolg bei allem. Bei den Dingen, die dir Spaß machen, aber auch bei denen, die dir schwerfallen mögen. Und du kannst natürlich jederzeit nach Hause kommen und dich bei Mama ausruhen. Dann macht euch mal auf den Weg und passt gut auf euch auf. Machen wir. Vielen Dank, Mama. Vor allem für das Sandwich. Passt gut auf dich auf, Mama. Deine Mutter ist ja total lieb. Hä? Aber wo waren wir nochmal stehen geblieben? Ach, richtig. Ich wollte dir zeigen, wie man Pokémon fängt. Komm mit. Ey, warte, Nimila, nicht so schnell. Boah, die ist aber schnell gerannt. Hier rüber. Ja, ja, ich komme schon, ich komme schon. Zack, läuft sie weiter. Nimila, jetzt warte doch mal. Mensch. Okay, folge Nimila ist meine aktuelle Aufgabe. Rechts unten sehe ich anhand meines Kompasses, wo ich hinlaufen muss. In dem Fall direkt rüber. Kucharico-Pfad. Da waren wir auch schon. Hallihallo. Da bist du ja endlich. Schau, Thomas. Hier fängt der Kucharico-Pfad an. Ja, der ist ja gewaltig. Oh, wie cool. Und auf diesem Pfad geht unser Abenteuer los. Anders als in Städten begegnet man auf Wegen und im hohen Gras, nämlich wilden Pokémon. Näherst du dich ihnen, kommt es zum Kampf. Aber keine Sorge, du hast ja Felori. Und wenn du ein Pokémon fangen willst, brauchst du... das hier. Einen Pokéball. Ich habe jede Menge davon. Hier, ich gebe dir ein paar ab. Oh, das ist super lieb. Vielen Dank. 5 Stück. Das ist nicht selbstverständlich. Die kommen in die Pokéballtasche. Was ist das denn? Ferg. Ah, genau, zum richtigen Zeitpunkt. Übung macht den Meister. Versuch doch direkt mal, gegen dieses Pokémon zu kämpfen. Okay, mein kleines Ferkelchen. Ja, dann komm mal her. So, mein erster Kampf gegen ein wildes Pokémon.
Wenn du in einem Kampf gegen ein wildes Pokémon den X-Knopf drückst, kannst du einen Pokéball werfen, um einen Fangversuch zu starten. Natürlich lassen sich Pokémon leichter fangen, wenn man sie vorher erst mit Angriffen schwächt. Und das werde ich tun. Schöne Mechanik, dass man auch mit X direkt zum Pokéball greifen kann. Ferkuli ist der Name von dem kleinen Schweinchen. Ferkuli! Oder Ferkuli. Ferkuli, los, los, los. Oh, super geschwächt. Und ich kann die Kamera hier während des Kampfes drehen. So, jetzt würde ich aber sagen, Pokéball los. Lass uns Ferkuli fangen. Das kleine Ferkelchen. Richtig süß, richtig putzig. Klasse. Ferkuli wurde gefangen. Zack, 20 Erfahrungspunkte gibt es sogar für diesen Fang. Sehr schön. Ferkuli, ein Eintrag im Pokédex. Es verfügt über einen fantastischen Geruchssinn, nutzt diesen aber ausschließlich zur Futtersuche, der es sich den lieben langen Tag widmet. Möchtest du ihm einen Spitznamen geben? Na, auf jeden Fall. Wird euch gewidmet. Das ist Finn. Und Finn wird automatisch ins Team aufgenommen, da ich ja noch genug Platz habe. Man kann ja immer bis zu 6 Pokémon im Team haben. Und da kommen die Mila wieder. Wow, das war allererste Sahne. Ich hätte nicht gedacht, dass dir das direkt gelingt. Was das Fangen von Pokémon angeht, bin ich echt ungeschickt. Vielleicht kannst du ja mir ein paar Tricks beibringen. Aber nicht jeder Wurf gelingt. Also solltest du immer ausreichend Pokébälle bei dir tragen. Hier hast du noch ein paar. Nochmal? Wow, 10 diesmal. Dann habe ich somit 14 in der Tasche. Vielen Dank, Nemila. Du solltest ein Pokémon erst schwächen, bevor du einen Pokéball wirfst. Merk dir das, ja? Stell dich unterwegs am besten ein paar wilden Pokémon und probier das Fangen gleich mal aus. Na dann, wie wär's, wenn wir zum Leuchtturm da gehen? Von dort oben können wir die Akademie sehen. Oh, da hätte ich Lust drauf. Die Pokémon, denen du zum Beispiel im hohen Gras oder in Höhlen begegnest, sind wilde Pokémon. Okay, der Kampf beginnt direkt, wenn ich mit ihnen in Kontakt trete. Und ich kann mit ZR einen Pokéball auf sie werfen. Und dann beginnt auch schon der Kampf. Super, mach dich auf den Weg zum Leuchtturm. Jetzt gucke ich mal, kann ich auch hier Bäume schütteln? So ähnlich wie in Pokémon-Legenden Arceus. Aber ja, ich finde nach wie vor, es ist eine Art Mischung aus einem herkömmlichen, normalen Pokémon-Spiel, einer normalen Pokémon-Edition und Pokémon-Legenden Arceus. Dieses freie Erkunden, dreidimensional, viel offener als in Pokémon Schild und Schwert. Da freue ich mich schon sehr drauf, auf das Abenteuer mit euch. So, einen Trank gefunden. Und hier gibt es ganz viele von diesen Ferkulis. Hey, wer bist du denn? Was für eine süße Wollspinne. Die ist voller Spinnweben. Tarundel. Oder Tarundel. Tarundel, dich fangen wir jetzt. Wobei, Moment mal, dich fangen wir nicht. Wisst ihr warum? Tarundel ist nur auf Level 2. Zugegeben, am Anfang kriegt man viele Erfahrungspunkte. Und das Level-Up der Pokémon kommt relativ schnell. Aber vielleicht finden wir ein stärkeres. Schaut mal, da hinten im Gras, da läuft noch eines herum. Schauen wir gleich mal weiter. Hallo Tarundel, auf welchem Level bist du denn? Komm, zeig uns dein wahres Gesicht. Auf Level 2. Na gut, dann nutzen wir dieses Pokémon ebenfalls als kleine Trainingseinheit. Zumal es jetzt durch diesen Kratzer viel weniger aushält als das andere Tarundel. Warum? Hat natürlich unterschiedliche DVs und ja, EVs ja sowieso noch nicht. Aber unterschiedliche Werte für Verteidigung, Angriff, Initiative und so weiter und so fort. Gibt es hier noch Tarundel? Ganz viele Ferkulis. Da oben! Da am Baum. Ferkuli, kannst du ein bisschen zur Seite gehen? Oh, jetzt kämpfe ich gegen Ferkuli. Ah ja, mittendrin. Das ist irgendwie cool und irgendwie sind diese kleinen schwarzen Ferkelchen total tolle Pokémon. Also die gefallen mir. Die gefallen mir sehr gut. So, die heißen, glaube ich, im Englischen oder im Französischen. Ich glaube, im Englischen heißen die sogar Lechong. Ja, Twitter war ja voll von diesen Schweinchen. Hat man immer wieder gesehen. Was gibt es hier? Hier gibt es einen Pokéball.
Nimila hätte mir gar nicht so viele schenken müssen. Oder wisst ihr was? Nimila hat die ganzen Pokébälle ebenfalls gefunden. Und jetzt finden wir sogar noch einen Beleber. Das ist ja super. Und hier oben, komm, komm, komm. Komm mal von deinem Bäumchen runter. Und dieses kleine Pokémon ist auf Level 3. Super. Das werden wir jetzt auffangen. Katze, los, Kratzerattacke. Ihr wisst ja, ich habe mein Felori Katze genannt. Das ist auch der Grund, warum ich meine Spielfigur zum ersten Mal nach mir selbst benannt habe. Nämlich Thomas. Normalerweise nenne ich ja immer meine Spielfiguren Katze. Aber ich kann mich nur wiederholen, wie auch schon in der ersten Folge. Es ist ein Katzenstarter-Pokémon, deswegen passt der Name Katze auch besser. So, super. Tarundel wurde gefangen. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Pokédex-Eintrag zu diesem Pokémon sagen wird. Okay, lass uns gleich mal nachsehen. Tarundel, die Fadenkugel, die seinen Körper umgibt, ist sehr elastisch. Selbst die Sicheln seines natürlichen Feindes Sichlor prallen an ihr ab. Wow, das muss ja eine richtig starke Fadenkugel sein. Dieses Pokémon widme ich Amy. Liebe Amy, herzliche Grüße, du bist unser süßes kleines Tarundel. Cooles Pokémon. So, dann wollen wir doch mal nachsehen. Hopsspross habe ich auch schon gesehen. Ich gehöre zu den wenigen Menschen, glaube ich, die Hopsspross cool finden. Genauer gesagt die Endentwicklung Papunga. Das ist ein Pokémon, das gut in, als Erneuer wirkt. Da kann Lumistra bestimmt mehr erklären oder erzählen. Erneuer sind diese Pokémon, die einen einfach nur nerven, ja? Also man spielt es mit Attacken wie Toxin, Egelsam, Schutzschild und ja, was wäre noch gut? Weiß ich nicht. Das war zumindest mal ein Angriffs-Attacken-Set. Irgendwie doppelt gemoppelt. Angriffs-Attacken-Set. Ein Move-Set, das sehr gut funktioniert hat, weil die Initiative zwar nicht so berauschend ist, aber das Pokémon ist verhältnismäßig schnell für ein Pflanze-Pokémon. Wobei mittlerweile gibt es auch so viele neue Pflanzen-Pokémon. Da ist Papunga bestimmt nicht eins der besten. Aber ich mag das sehr. Ich mag Papunga sehr. So, Level Up für Finn. Sehr schön. Und wir haben Hopsspross gefangen. Dieses Pokémon lässt sich vom Wind treiben und legt so weite Strecken zurück. Woher die Hopsspross aus Paldea stammen, ist ungewiss. Ja, dieses Pokémon kriegt natürlich auch eine Widmung, und zwar Toni. Lieber Toni, du bist unser Hopsspross. Ja, wie schon gesagt, ist so ein cooles Moveset. Man spielt es zum Beispiel einmal Toxin oder Stachelspore, ja. Gegner ist paralysiert, vergiftet. Dann setzt man Schutzschild ein, Egelsam. Und dann alle zwei Runden immer wieder Schutzschild. Und ja, sehr, sehr lustig. Und treibt den Gegner in den Wahnsinn. Da oben ist dieses kleine Käfer-Pokémon. Das ist die Vorstufe von dem Kokon und das wiederum die Vorstufe von Vivillon. Ich habe es gerade komisch erklärt. Also Vivillon ist die Endentwicklung. Ein wunderschöner Schmetterling mit regionalen Unterschieden. Okay, oder sogar länderspezifischen Unterschieden. Und wie heißt du noch gleich? Ich habe dich leider vergessen. Du bist Purmel. Okay, das Würmchen Purmel muss natürlich ebenfalls von uns gefangen werden. Also müssen nicht, aber ich will auf jeden Fall meinen Pokédex hier nach und nach vervollständigen. Felori, super Arbeit geleistet. Okay, und das bedeutet, ich kann jetzt meinen Pokéball werfen. Pokéball, los! Bitte Purmel, bleib im Ball. Purmel, Purmel, Purmel. Purmel, du alte Murmel, wir haben dich gefangen. Sehr schön. Das freut mich sehr. Und auch hier gibt es wieder einen interessanten Pokédex-Eintrag. So, mal sehen. Purmel, Giftstoffe, die es aufnimmt, werden in schwarzen Puder umgewandelt und ausgestoßen. Deshalb kann es giftige Blätter und Wurzeln fressen. Sehr, sehr spannend. Ist, glaube ich, auch ganz gut, um giftiges Zeugs in der Natur loszuwerden. Purmel. Richtig schöne Pokémon widme ich der lieben Kara. Hallihallo, Kara, du bist unser Purmel. Dann schaue ich mal weiter. Hier gibt es nochmal ein Talundra, Telundra. So viele neue Namen von den neuen Pokémon muss ich mir alle erst noch merken. Paraheiler. Kann nicht schaden. Hopsspross. Hey, da ist Datiri. Oder Dimitri. Dimitri. Wie heißen diese Vogel-Pokémon nochmal? Ja, Dimitri bestimmt nicht. Datiri, glaube ich. So, Hopsspross.
Dich wollte ich eigentlich gar nicht in den Kampf, im Kampf haben, sondern die kleinen Feuervögel. Direkt mal zum Start ein Feuer-Pokémon, das ist cool. Dartiri lautet der Name. Ich habe natürlich jetzt kein optimales Pokémon mit Felori und krieg direkt einen Pizza ab. Das ist leider sehr effektiv. Dartiri, ich kann Finn rufen. Wechseln wir ein. Finn ist nicht geschwächt. Finn kann direkt in den Kampf geschickt werden. Finn, du bist dran. Los geht's. Boah, so cool. So, so cool. Ich liebe diese Schweinchen. Schaut mal, wie süß es aussieht. Finn, Tackle-Attacke. Lass dich von Dartiris Heulerangriff nicht beeindrucken. Jetzt. Boom. Wunderbar. Das ist meine Chance. Pokéball, los. Lasst uns diesen wunderschönen Vogel fangen. Und yes. Dartiri wurde gefangen. Wunderschön. Eigentlich ist für Dartiri der perfekte Spitzname Dimitri. Finn erlernt Säuselstimme. Toni erlernt Rutenschlag. Komm zurück, Finn. Jetzt gibt es den Pokédex-Eintrag. Dartiri. Normalerweise sind Dartiri friedfertig. Doch wenn sie kämpfen, ändert sich ihr Hormonhaushalt und sie werden angriffslustig. Dieses Pokémon widme ich Lumistra. Lumistra, du willkommen im Team. Du bist unser Dartiri. Vorab an alle, die hier zugucken. Bitte habt Geduld mit der Namensvergabe und bitte versteht auch, dass ich nicht jedes Pokémon ins Team nehmen kann und ich mein Team auch, wie auch in anderen Videoserien von Pokémon, regelmäßig wechseln werde. Ich habe also bis zum Schluss meines Abenteuers kein festes Team. Nur mein Starter-Pokémon, Felori, bleibt fest im Team. Alles andere wird immer wieder mal ausgewechselt. So, dann schauen wir mal weiter. Oh, was ist da oben? Oh, schaut mal, was bist du denn? Was bist du denn für ein kleines Monsterchen? Mal sehen. Das ist ein... Boah, süß. Wie heißt du? Pamo. Der Pamo. Der Patrick Moritz. Die Abkürzung für Patrick Moritz. Doppelname. Der Pamo. Hey Pamo, lass dich fangen. Pokéball los. Fangen wir Patrick Moritz. So, vorab. Ich werde dieses Pokémon weder Patrick noch Moritz nennen. Wobei es bestimmt hier einen Patrick und einen Moritz gibt, der hier zuschaut. Könnte ich mir durchaus vorstellen. So, das ist doch eine starke Geschichte. Pamo. Seine elektrischen Backentaschen sind nicht ganz ausgebildet. Um Strom zu erzeugen, muss es mit den Ballen der Vorderpfoten kräftig daran reiben. Ein Elektro-Pokémon. Interessant. Okay, kriegt natürlich einen Spitznamen und Pamo widme ich dem lieben Benedikt. Benedikt, willkommen in unserem Team. Ja, ich werde nicht jedes Pokémon ins Team nehmen, aber vor allem vorwiegend die neuen Pokémon in mein Team übertragen. Du kannst bis zu 6 Pokémon in deinem Team mitführen. Alle übrigen Pokémon werden in die Boxen geschickt. Ja, kennen wir ja aus anderen Pokémon-Spielen. So, dann laufen wir mal weiter. Ich muss eigentlich weiter nach oben laufen. Ich weiß, Richtung Leuchtturm, aber hier gibt es so viel zu entdecken und so viele tolle neue Pokémon. Ich möchte natürlich auch ein tolles Team aufbauen, wobei ich jetzt schon ein großes Team habe. Oh, oh, oh. Thomas, na, hast du das Fangen von Pokémon schon drauf? Lass mal sehen, wie viele Pokémon du dir schon geschnappt hast. Was war das? Keine Ahnung. So einen Ruf habe ich noch nie gehört. Vielleicht war es ja ein richtig starkes Pokémon. Komm, lass uns rausfinden, wo der Ruf herkam. Aber mach ja einen großen Bogen um die Höhle hier in der Nähe. Die ist nämlich gefährlich. Und dein Smart Rotom hat zwar eine eingebaute Sicherheitsfunktion, aber pass entlang der Klippe trotzdem besonders gut auf, ja? Ja, werde ich. Boah, was war das für ein Geräusch? Keine Ahnung. Das war bestimmt ein großes Radfratz. Nein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Trank. So, eigentlich sollten wir darüber... Purmel. Ich habe dich gar nicht gesehen. Zum Glück hast du mich gestoppt, sonst hätte ich dich, wie sagt man so schön, zerdeppert. Ich hätte dich sonst zerdeppert. Oh Mensch. Da vorne gibt es noch einen Pokéball. Und da hinten auch nochmal. Okay, aber dann machen wir uns gleich auf den Weg.
Äther gefunden. Das ist ebenfalls praktisch, wenn uns mal die Angriffspunkte ausgehen für eine Attacke, die AP. So, Nimila, wo müssen wir denn dazu hin? Laut Karte ist das Ausrufezeichen da oben. Nee, Moment mal. Ich laufe jetzt falsch, oder? Ach so, da. Schaut mal, da ist der Zaun durchbrochen. Da muss ich durch. Warum ist denn der Zaun hier kaputt? Verstehe ich nicht. Hä? Da vorne. Ich habe doch gerade was gehört. Okay, ich muss jetzt vorsichtig sein. Irgendwo da unten. Hä, ich sehe nichts. Doch, da, schaut mal. Oh, was ist das denn? Das haben wir doch in der letzten Folge gesehen. Honduster! Hon, 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 Honduster! Nö. Boah, was für ein gewaltiges Pokémon! Hui, ich kann mit meinem Smartphone fliegen. Okay, das ist cool. Ich will auch ein Smartphone, mit dem ich fliegen kann. Da ist jede App ja langweilig dagegen. Aber was ist mit diesem Pokémon passiert? Tja, das erfahren wir beim nächsten Mal. Tippt hier auf das Video, um mehr sehen zu können. Na dann, bleibt katztastisch.